Und damit, hey, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Little Nightmares 2. Nach längerem Warten, ganz genau. Ich habe hier die Ultra Deluxe Version mit dem Digital Artbook, was wir uns alles am Schluss anschauen werden. Jetzt erstmal zu den wichtigen Infos. Natürlich gemacht vom Tazier Studio, gepublished von Bandai Namco, ihr wisst Bescheid, Elden Ring und so. Es kam am 10. Februar 2021 für die gängigen Sachen raus. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia, halt so für das meiste, was halt so aktiv, was halt gerade so aktiv ist. Genau. Und heute dann auch jetzt bei mir auf YouTube vertreten, das Ganze. Genau. Ich spiele das Ganze am PC, leider für euch nicht in 4K, auch wenn es für mich theoretisch möglich wäre, aber ich weiß nicht. Dann müsste ich mit den Einstellungen vom Spiel echt krass runtergehen und ihr habt dafür relativ hohe bzw. Ultra-Einstellungen. Dementsprechend würde ich sagen, wir starten eigentlich ohne groß zu reden direkt mal rein. Es gibt 3 Spielstände, so wie beim anderen. Let's go. Gibt Story? Mal gucken. Okay, ein Fernseher. Am Ende vom DLC haben wir ja so einen Typen im Fernsehen gesehen. Hat das vielleicht was hiermit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Okay, also. Ist es der Typ mit der Papiertüte? Unser Name ist Mono. Mono, wie auch immer ihr das wollt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal hier von rechts nach links zu laufen. Ganz genau, hier gibt es nichts Besonderes. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Das ganze Spiel ist diesmal ab 16, deswegen stelle ich mir das entweder gruseliger oder brutaler vor. Und mehr Horroraspekte wären okay. Hätte ich nichts gegen. Wenn es aber an Brutalität zulegt. Okay, eindeutig zweiteres. Wie schon gesagt, wir gehen hier ganz einfach dran vorbei. Okay. Ich habe mega Bock auf das Game. Ganz ehrlich, ich hoffe, es wird so wie der erste Teil Hauptspiel. Das ist mal in einem Wald, das ist ganz cool. Wir waren ja nie außerhalb von diesem Schiff mit Six, deswegen ist es ganz cool, hier auch mal andere Sachen zu sehen. Okay, die ganz normale Standardsteuerung. Können wir uns auch nochmal begutachten. Wir haben eine. Oh, wenn ich mit der Kamera nach oben und gehe, dann guckt der mit. Genau, im Übrigen, ich habe von den Einstellungen her alles auf hell gestellt, weil YouTube und Dunkelheit, ihr wisst Bescheid. Ganz genau. Oh, ein Schuh. Beachte einfach mal dieses riesengroße Ding da hinten. Warum speichert das alle 2 Sekunden? Will ich da hin? Kann mich daran festhalten. Hat das einen Grund? Glaube nicht. Wir gehen einfach mal weiter und tun so, als gäbe es das gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie alt Mono ist. Vermutlich älter als Six. Ich weiß es nicht. Ach du mein. Auch noch hier so. Dieses Balanceakt-Aspekt, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Vielleicht auffällig. Aber nun gut. Wir wissen gar nicht, mit wem wir es zu tun haben. Ey, wir werden einfach ins Spielgeschehen reingeworfen. Okay. Dann lasst mich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Weil das macht man heutzutage so. Ich? Yeah. Ja. Genau. Ich hab das Spiel erst gestern gekauft. Dachte mir, komm, nimmst es heute auf. Im Übrigen, heute ist der 18.04. Ich habe noch keine Ahnung, wann dieses Video veröffentlicht wird. Da noch das andere Let's Play zu Little Nightmares 1 immer noch läuft. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Okay.
Das war unauffällig. Komm ich da hoch? Da wär's mir hier weiter. Come on. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Das ist schon mal gut. Darauf habe ich auch mega Lust. Auf ein paar logisch aufgebaute Rätsel. Kann man hier hoch? Ah, ich kann da durchlaufen. Ach, sag das doch. Ja, Mensch. Okay. Ihr glaubt nicht, wie mega lustig ich auf dieses Game habe. Es soll länger sein als der erste Teil. Ich hoffe, die Innovation sinkt nicht, je weiter wir im Spiel kommen. Ich sag euch, das geht wieder nach oben, deswegen mache ich es jetzt extra weit runter. Ja, ich wusste. Diese Aspekte aus dem Spiel kennen wir schon. Ganz genau. Oh, ich hab so Lust. Ui. Und ich sag viel zu häufig ganz genau. Ja. Ich mach's mal mit Anlauf und guck, ob ich hinkomme. Nee. Tot. Suboptimal. Aber, okay. Checkpoints sind besser als im ersten Teil, I think. An dem Seil festhalten? Nee. Und dann hier hochklettern einfach. Ja, okay. Hätte man denken können. Ich hätte gedacht, vielleicht so im DLC gab es ja auch so einen Teil, wo man rüberspringen musste. Im Übrigen, DLC ist auch installiert. Ich weiß aber nicht ganz, wie man den auswählt. Irgendwie beim anderen konnte ich das einfach im Kapitelmenü. Und hier, keine Ahnung. Gnome's Attic heißt der, glaube ich, war das. Ja, moin. Guten Tag. Wie geht's so? Da ist was. Ja, was muss ich machen? Wie komme ich denn da hoch? Nee, das ist zu hoch für mich. Wobei. Sprung festhalten. Nee. Zum Greifen von einem Objekt. Ja, das weiß ich. Ich kann dir die Schuhe nehmen. Will ich die Schuhe nehmen? Ich lauf da bestimmt. Gut. Warum muss ich die da hochwerfen? Nö. Vielleicht muss ich die Fallen auslösen. Warte, lass mich das mal ausprobieren. Ich hätte mich von so etwas nicht erschrecken lassen sollen. Das zeigt wieder nur, dass ich echt geschaffen bin für solche Spiele. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Mal so ein bisschen vorgucken, was da kommt. Also das ist eine Bärenfalle. Das steppe ich doch mal ganz gezielt beiseite. Stock nehmen. Ja, kann ich. Okay. Oh, lol, da ist eine Falle. Ich habe die gar nicht gesehen. Warte, wenn ich mit dem Stock... Ich habe die Falle legit nicht gesehen. Ich wäre da jetzt reingelaufen, hätte ich nicht vorher mit dem Stock so ein bisschen Laub weggemacht. Aua. Oh mein Gott. Dankeschön dafür. Da sind Tannenzapfen. Ich bin mir sicher. Ja. Das ist safe. Es tut mir leid. Ich bin zu schreckhaft. Boah, hier runterfallen. Ich glaube, ist dead. Hör doch auf, Mann. Ey, das ist überhaupt nicht gruselig. Das ist einfach nur erschreckend. Ich komme mir immer blöd dabei vor. So hell. Hier ist ein Haus. Das ist doch schon mal schön. Er hört Geräusch. Er duckt sich. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Ausweichende Beute. Für eine Toilette. Nee, wir haben schlechte Erfahrungen mit Toiletten. Das letzte Mal mussten wir den letzten Speicherstand laden, weil das mit der Toilette nicht so funktioniert hat.
Ey, dieses Spiel sieht so unfassbar gut aus. Also im Vergleich zum ersten Teil haben sie sich grafisch echt verbessert. Ich weiß, ihr seht das nicht, aber trotzdem. Oh, da kriegt man doch Hunger. Ich hab gehört, hier ist keiner im Haus. Musik. Ist jetzt Free Roam hier? Oh, bitte, bitte nicht. Was ist das? Ja, lol. Okay, es gibt viele davon zusammen. Ist das eine Blume? Oh, guck mal, so ein Gnom-Dings. Ist das wie ein Bär? Ist das eine Polizei? Feuerwehrmann? Keine Ahnung. Das ist wie so die Mütze von so einem Maler. Hä, wie cool ist das denn? Sollen wir erstmal bei der normalen bleiben oder immer wechseln zu der, die wir gerade aktuell sammeln? Wir können auch gar keine aufhaben? Nein. Ich würde sagen, wir ziehen einfach immer die neuesten auf. Stimmt, ganz witzig. Ist das alles, was es hier gibt? Weil hier ist noch eine Tür. Lass mal gucken, ob wir die Tür aufdrücken können. Apropos, ich weiß, dass das Spiel länger wird, werden auch die Folgen jetzt so nicht 20 Minuten, sondern meist 30 Minuten gehen. So wie eben im Little Nightmares DLC. Ganz genau. Ich mit meinem ganz genau. Nervt das? Wollte doch nicht aufmachen. Oh, wir können sliden. Das könnten wir mit Six auch, gell? Staubig. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass dieser Staub. Was für eine Auflösung. Ist jetzt wieder sowas zum Aufsetzen? Nein, die Musik ist nicht gut. Hä? Hier, ich kann auch safe. Nee. Ich kann auch safe. Ich dachte gerade schon. Oh mein Gott. Lass es erstmal weitergehen. Da war vor allem ein Kind dahinter. Vielleicht hätte ich das sagen sollen. Das sieht episch aus. Ist das das große neue Spielprinzip, dass wir mit Äxten umlaufen können und alles kaputt hauen können? Es gibt mir... Ich weiß nicht, warum Luigi's Mansion Vibes. Ich bin friedlich. Auch wenn ich gerade mit einer Axt die Tür einhau. Ich lasse die Axt doch liegen. Hallo? Ich mach gerade nichts, das ist eine Katze. Ich bin dein Freund. Haben sogar eine Stimme. Oh mein Gott! Schade. 5 Sekunden hatte ich Hoffnung. Tja. Ich will aber die. Kann ich die spielen? Nö. Hier noch was Spannendes. Ja, eine Kerze an der Wand gemalt. Überhaupt nicht. Muss ich mich hier festhalten? Weil der hatte gerade die weirdeste Hitbox, als er da dagegen gesprungen ist. Warte! Ich bin dein Freund. Hallo. Ich habe ein Freundschaftsgeschenk dabei. Ich habe eine Flasche, die ich immer benutze, wenn ich wütend bin. Ja, ich habe legit sowas. Geräusche. Hier ist die Tür offen. Warte mal.
hast da was im Auge, dass sie sehen. Ich würde sagen, die sehen ziemlich dead aus. Hätte er da doch. Ich glaube, das sind Puppen. Bitte alles gut, Mann. Ich habe doch gratis Pizza. Ich bin gerade mega verwirrt von der Szene. Sorry, wenn ich so wenig rede, aber ich bin verwirrt. Da ist der Schlüssel. Ziehen kann ich die Kiste nicht. Okay. Ja? Die muss doch dahin. Ach, und der hilft mir jetzt. Thanks, my friend. Wir brauchen irgendwas zum Drehen. Hallo? Ich bin schon wieder komplett überfordert. Oder ist das hier einfach nur unser Weg zurück? Könnte sein. Wir brauchen was zum Drehen. Das gibt's vielleicht rechts oder so. Wir müssen es nach links nehmen. Gar nichts links. Hier gibt's aber so Puppengesichter. Hier, das Phantom der Oper. Jetzt wissen wir, wo es gedreht wurde. Nicht in einem Theater, Leute. Ja. Ach so! Oh mein Gott, legit, ich nehme jetzt schon wieder seit 30 Minuten auf, weil ich nicht wusste, wie man hier weiterkommt. Mann, warum? Okay, aber wir haben es hier rüber geschafft. Puppe, oder? Ja. Wie irgendwie bis jetzt alles, was wir in dem Game gesehen haben. In dem Game überhaupt Menschen? Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt ist es mega creepy und das finde ich jetzt nicht so toll. Übrigens, da oben hängt ein Hut. Können wir den nehmen? Warte mal kurz. Fang mal. Okay. Hätte ja sein können. Okay, wir müssen nichts mehr selber machen. Finde ich gut. Ich würde gerne... Ach so, du machst das. Ja. Oh mein Gott, die zweite Person als Mechanik. Boah, das hätte sich so gut für einen Koop gemacht. Ah, okay, perfekt. Ich hätte euch vorgestellt, einfach einen Koop in dem Game, wo ihr den anderen Typen da spielt. Oh, wir müssen den Schlüssel nicht rumtragen. Mono hat Taschen. Hä? Hallo? Wirf mich hoch! Diesmal machen wir das mit den Gnomen sammeln natürlich. Ist ja selbstverständlich. Was dann mit dem Weiterkommen? Folge ich dem jetzt einfach umsonst und ich komme hier gar nicht hoch. Doch. Okay, was hier oben? Wieso kriege ich den nicht? Kann es sein, dass das ein bisschen gescriptet ist? Ah, nach oben zum Koffer öffnen. Nein! Wir können rufen. Hinter dem Bild. War das Bild weg? Da oben. Warte, wie komme ich denn da rein? Da. Ja. Da drinne?
Bleib doch stehen! Ey, der ist grausam. Da raus! Das hat funktioniert. Nein! Ist das gescriptet, dass ich den... Ich krieg da doch einen Herzinfarkt, ja. Weiß nicht, wo ich bin. Jetzt einfach rechts weiter. So viel dazu. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Hier hängen so Bärenfallen rum. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Okay, also ihr habt keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Warum laufe ich hier lang? Irgendwie was. Was umwerfen. Was drin? Frettchen! Ich habe keine Ahnung, ob das ein Frettchen sein soll oder eine Katze. Oder eine Maus? Kann es sein, dass es für hier einfach uns nicht weitergeht und dass das einfach nur unterm Teppich ist? Das können wir nicht nehmen. Kann es sein, dass das hier so eine Stelle ist, wo man nicht weiterkommt? Gibt es solche Stellen überhaupt im Game? Ich sehe gar nichts. Ich habe wirklich hellste Einstellungen. Ich sehe nichts. Klar, ich werde beschienen von vorne, aber trotzdem. Ah, hier hinten geht's weiter. Hier können wir was halten. Ach, guck einer an. Wir helfen mal wieder dem Gnom und er hilft uns im Leuchten. Ich frage mich, ob das irgendwie ein Secret ist. Jetzt hilft er uns. Dann hier hoch. Bin ich hier auch hoch? Nee. Ich hätte das rausziehen müssen. Aber immerhin war mein Ansatz richtig, dass ich hier irgendwie hoch kann. Ah, er balanciert. Wir können gar nicht runterfallen bei solchen Passagen. Oh, das macht es natürlich angenehm. Ja, und... Das macht sogar sehr angenehm. Hier geht's nur nach oben. Bevor wir zu dem Gnom gehen, gehen wir erstmal kurz hier oben gucken. Was gibt's hier? Secret. Secret Runterfallstation. Da kämen wir auch dahin. Wartet mal. Lass uns mal kurz gucken, ob wir von da hochkommen. Ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Oder nicht. Nicht hoch. Sieht immer. So ein bisschen, ich weiß es nicht, ich sehe da irgendwie nichts. Hier ist nichts, okay. Toll, umsonst hier oben lang. Ja. Ist das ein Hut? Wir haben einen Hut gefunden. Ah, und er macht uns jetzt... Er macht uns jetzt hier den Weg auf. Aua. Aua. Halt, wir wollen ja den neuen Hut direkt anziehen. Hüte. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Aber das ist einfach nur für den Hut. Finde ich cool, finde ich cool.
Muss ich schon sagen, das gefällt mir. Komm mit, Kind. Das sieht was aus. Oh, hier sind Fußabdrücke, Leute. Jetzt wird's ernst. Fußabdrücke. Der Jump ist nicht machbar. Ich muss die Kiste wahrscheinlich irgendwie ziehen oder schieben. Zusammen mit ihm hier. Komm mal, hilf mir mal. Hansi. Komm, Hansi. Schieb, Hansi, schieb. Okay. Und yes! Der war knapp. Ja, und da ist einer. Ich habe zwei Fragen. Wer und was tut... Also, klar, er zieht den Tieren das Fell ab, damit ich schön warmen Mantel habe heute Abend. Aber es ist Sommer, ich brauche keinen Mantel. Aber wer bist du? Ihr wisst Bescheid, ich liebe solche Stellen. Ja, aber er sieht total gar nicht. Ja, aber das, ja klar hat er das gehört. Na gut, wir wurden... Ach du meine Güte, ey. Hansi, oh, bitte nicht. Okay, wir haben einen Jäger mit Lampe, so wie Hagrid aus Harry Potter, ihr wisst Bescheid. Im ersten Teil läuft er mit so einer Lampe rum. Mit einem Sack über dem Kopf und so einer coolen Mütze. Nee, geh zurück, komm. Also ich bin da nicht. Geh da doch nicht hin. Ja. Würde aber sagen, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Wertung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute.